Moin moin, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einem weiteren Gefecht gegen Mr. Cutman. Jo. Moin. Moin, eine weitere Niederlage für dich. Ja, das werden wir gleich sehen. Na super, jetzt startet das Spiel auch. Hoffentlich. Ah ja, sehr gut. Ja, wir spielen Star Wars Empire at War, die Forces of Corruption Erweiterung mit der Mod Republic at War. Ich spiele die Separatisten. Mr. Cartman spielt die Republik. Genau, und die wird hier ordentlich in den Arsch treten. Ja, das werden wir gleich sehen. Oh, Timer stellen, eine Stunde. So. Ja, wie du magst. Jupp, eine Stunde läuft. So, ich nehme die Mine in der Mitte, okay? Du hast dann eine Mine mehr. Aber deine Schiffe sind, glaube ich, auch etwas teurer. Ist egal, wie du willst. Jupp, ich gönn dir eine Mine mehr. Da soll ich die oben rechts nehmen, oder was? Ja, genau. Ach. So. Gut. Dann bauen wir jetzt erstmal unsere Minen auf. Ups. Jetzt ist da was runtergefallen. Ach, hast du überhaupt eine Taktik, wie du mich dieses Mal besiegst? Weil letztes Mal hast du ja gar keinen Stich gesehen. Mal schauen. Huch, du bleibst hier. Du gehst dahin. Dafür hast du aber ziemlich lange gedauert. Was machst du, wenn ich dich jetzt schon angreife? Was machst du denn? Wir haben gesagt, wir greifen uns die erste halbe Stunde, die erste Stunde nicht an. Wenn ich mich nicht daran halte, was machst du dann? Dann bist du nicht ehrenhaft. Ich scheiß auf Ehre, ich will den Kampf gewinnen. Ja, nee. Ich bin aber der, der aufnimmt. Wir haben gesagt, wir greifen uns die erste Stunde nicht an. Wir können das gerne auch auf eine halbe Stunde runterkürzen. Aber ein bisschen aufbauen muss sein. Und ich glaube, das ist für dich ja auch ein von Vorteil, weil du hast am Ende die stärkeren Schiffe. Ach, du und deine Ausreden. Ist doch so. Ich will einfach nur hier eine schöne Runde hier an den Start legen. Einen schönen Fight zeigen. Alles andere ist... Einen schönen Fight. Willst ja. Du Vergewaltigung etwa als schönen Fight bezeichnen? Wird Vergewaltigung? Wer sagt denn, dass hier jemand vergewaltigt wird? Ja, deine Niederlage wird wie eine Vergewaltigung sein. Wenn du meinst? Hast du mal drüber nachgedacht? Das ist mir eigentlich so ziemlich egal. Du stellst gerne ins Internet, wie du verlierst, ne? Es ist mir halt im Grunde egal, ich will nur was abliefern. Eine ordentliche Niederlage, würde ich mal behaupten. Ja, wenn dem so ist. Du baust schon Schiffe, nehme ich an. Nö. Dann bist du beim Aufbau der Raumstation ein bisschen langsam. Du bist doch jetzt erst bei Raumstation Stufe 3, oder nicht? Willst du denn hier? Huch. Ja, okay, dann hast du jetzt drei dieser Raumstationen. Ja, hab's mir gekrallt, hab's beansprucht. Ja, gut. Oh Gott, okay. Hast du ein Problem damit? Nö. Weil wir hatten dazu ja nichts gesagt gehabt. Ich hab damit kein Problem. Willst du sie dir etwa holen?
Wir haben gesagt, wir greifen die erste Stunde nicht an. Ich werde dich nicht angreifen. Du bist ja ein Ehrenmann. Ja. Wow. Nicht gehört, dass du das. Ich halte mich halt eben an das, was abgesprochen ist. Naja, deswegen verlierst du auch immer. Das kann auch gut sein. Oh ja, das ist wichtig. Das kann sogar sehr gut sein. Das Problem ist, du hast jetzt alle drei extra Raumstationen und ich habe nur eine. Ist kein Problem, finde ich. Du hast auch noch eine Mine mehr, das ist überhaupt nicht gut. Weil du Pfeife bist, du hast das mit der Mine angefangen. Ja, das stimmt. Da hättest du mir auch unten lassen können. Nö, ist ja keine Mine. Das ist richtig. Deswegen ja. Man muss Prioritäten setzen im Leben. Ja. Ich bin jetzt aber deutlich im Nachteil. Warum bist du bitte deutlich im Nachteil? Weil du alles sehen kannst. Ich kann nicht alles sehen. Ja, natürlich. Wieso kann ich denn jetzt alles sehen? Bist du doof? Weil du doch den Satelliten hast. Nein, das ist kein Satellit, das kann ich Piratenschiffe drin bauen. Eine Korvette und so ein Raider. Gut, dann hast du ihn noch nicht erobert. Na klar, hab ich ihn erobert, damit kann man nicht alles sehen, verstehst du das nicht? Mit dem Aufbausatellit nicht, nee. Mit dem Sichtsatellit. Ja, den erober ich nicht. Gut, wir sind also so fair. Weil du den garantiert erobert hättest, weil du wieder Schiss hättest. Und zu gucken, wo meine Einheiten sind. Damit nee. Wir können gerne sagen, wir verwenden den nicht, weil der ist wirklich ein unfairer Vorteil. Du bist eine Pfeife. Ja, dann bin ich. Das ist ein unfairer Vorteil, das ist das Spiel. Also, ja. Oder? Meine einzigen Vorteile sind meine Jäger, würde ich sagen. Nee, die rasiere ich auch. Ja. Mit deinen scheiß, Jedis. Naja, aber die sind stark genug, um nicht Platz zu machen. Also so scheiße scheinen sie ja wohl nicht zu sein. Faschisten-Jedis. Die sind so overpowered, sie könnten glatt Sith-Lords sein. Wow, Anakin ist ja einer. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ach echt, Captain Obvious? Oh, jetzt kommt hier das Fachsimpeln. Nicht. Sag mal, macht es eigentlich Spaß, immer zu spielen und immer zu verlieren? Ich meine, egal was du spielst. Also mir ist es im Grunde fast egal. Hauptsache, wir liefern uns ein gutes Gefecht. Das ist alles, was ich will. Nee, du bist ein Spast. Ja, dann bin ich halt ein Spast. Und baust du schon Schiffe? Ja, klar. Ich bin ja auch schon bei Raumstation 5. Also, fast. Noch 4%. Siehst du, selbst, jetzt. Selbst Lügen tust du. Jetzt bin ich ganz oben. Aufrüstung abgeschlossen. Aufrüstung läuft. Aufrüstung abgebrochen. Aufrüstung läuft. Einheit wird produziert. So. Aufrüstung abgeschlossen. Aufrüstung abgebrochen. Schade, dass man das Spiel nicht beschleunigen kann. Ja, weißt du, das würde für dich eh keinen Unterschied machen. Naja, dann müsste man nicht so lange warten, ne? Naja, dadurch würdest du auch schneller verlieren, also. Steht alles relativ zueinander. Ja. Nur mit der Ruhe. Ich bin ruhig. I am Admiral Trench.
Nein, du bist ein Spaß. Ich weiß, dass ich ein Spaß bin, das brauchst du mir nicht zu sagen. Aufrüstung läuft. Aufrüstung läuft. Boah, ich hätte schon gerne einen zweiten Satelliten. Wählt eure Verstärkung. So. Du kannst ihn dir versuchen zu holen, wenn du willst. Nee, dann legst du doch direkt los. Ja, natürlich. Ja, und wir wollen uns hier erstmal aufbauen, also. Ja, diese Sticheleien sind manchmal ein bisschen ganz normal. Nee. Nee? 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 Ist nicht normal? Nee. Seltsam. Ich könnte schwören, es wäre so. Das liegt daran, dass du ein Spaß bist und du einfach, naja, Aufrüstung abgeschlossen. Du ein Spaß bist. Wait, what? Aufpassen, was ich so. Alter, hör auf, meine Raumstation anzugreifen! Ja, was ist daran so schön? Das sind ein paar Jäger, die kannst du wohl verteidigen. Alter, das ist... Okay, okay. Ich werde dich noch nicht richtig angreifen, aber... Keine Verstärkung mehr. Keine, oh Gott. Was hast du denn vor? Ich habe jetzt hier ein paar Jäger. Was willst du machen? So. Ah, jetzt hast du Trench. Ja, ich weiß. Aber nur für die Jäger, um dich platt zu machen. Ja, okay, gut. Dann... Du hast jetzt schon Luke. Ja, klar. Okay, dann greif jetzt weiter. Nein! Nein! Ich mache das nur um. Wollte deine Einheiten schon. Du willst mit deinem. Du willst eine Machtdemonstration machen, du willst mich einschüchtern. Nee, ich will dich nicht einschüchtern. Ich möchte nur. Was? Nein! Ich möchte nur, dass du meine Minen laber nicht länger angreifst. Ach, laber keinen Scheiß. Du machst mich hier an und ich mach dich aus. Oder? Nee, ich mach dich nicht alle. Keine Sorge. Ja, ich habe jetzt mal seine Scheißjäger kaputt. Das will ich sehen. Die Jägermassen sind definitiv auf meiner Seite. Wow, noch. Aufrüstung abgeschlossen. So. Ich frage mich, was der hier bringt. Ich baue den einfach mal. Wer denn? Keine Ahnung, so ein Kopfgeldjäger. Wie heißt der denn? Keine Ahnung, von so einem irgendwelchen Typen. Durge. Das ist aber nicht Durge. Es ist Dirge. Ja, okay, sag mir nichts. Nee. Kennst du ihn nicht? Kenn ich nicht. Glaube ich, ein Gendai. Ja. Also, Gendai ist ja eigentlich eine mächtige Rasse in Star Wars, aber sehr selten. Weißt du, ob der irgendwie. Das ist, glaube ich, nur ein Jäger. Ja, gut, ein Jäger wäre ja gut. Ich will mit den Jägern nur meine Dings schützen. Mehr mache ich damit nicht. Ich greife damit nicht an. Will ich auch hoffen. Ich greife damit nicht an, versprochen. Ja, ja, deine Versprechen gebe ich nicht. Ja, bei mir kannst du aber drauf vertrauen. Bei mir kannst du drauf vertrauen, dass ich kein Arsch bin. Das kann ich bei dir aber nicht. Was mir? Garantieren. Was ist denn, was willst du mich jetzt beleidigen, nee, oder was? Nee, ich kann dich auch jetzt gerne angreifen, dann bist du platt. Ich habe mich den Supersternzerstörer gebaut. Ja. Ja, was sagst du jetzt? Was ich dazu sage? Weiß ich noch nicht. Weil du ein Noob bist und du einfach verlieren wirst. Weil du deine Einheiten falsch spawnst und einsetzt.
Na, wie viel Lucroix hast du schon? Nicht nur den einen. Ja, was denn noch? Aufrüstung abgeschlossen. So. Hältst du dich eigentlich für Bitte? furchteinflößend? Hältst du dich persönlich für furchteinflößend? Nö, eigentlich nicht, aber. Ja, das würde ich nur mal bestätigt haben. Furchteinflößend, die dunkle Seite ist cool. Und ich bin die Dunkelheit, also bin ich cool. Und du? Ja gut, die Republik ist auch böse, also. Die Republik ist nicht böse. Palpatine ist böse und damit ist die Republik böse. Die Republik ist nicht böse. Ein Sith-Lord hat die Republik manipuliert Fahrzeug wird und produziert. dadurch hat das zu seinen Gunsten ausgelegt, sodass die Republik macht. Und er ist Ja. böse. Heißt nicht, dass die Republik böse ist. Also, wenn man keine Kann man Ahnung von wahrscheinlich Dingen so hat, oder so sehen. ne? Einfach mal den Schnauzer Okay. halten. Das trinkst du schön. Eine Fanta. Fanta. Ja. Wird produziert. Ich habe nicht Kantamoll. gehört, was die gesagt hat. Die Tante. Fahrzeug wird produziert. Also was hätte sie denn sagen Die sollen, also? Ventress sagt ja irgendeinen Satz und den habe ich gerade nicht verstanden. Oh, schade, dass du ihn Ja, verpasst hast. finde ich auch. I await your instruction. Fahrzeug wird produziert. So. Ich hab schon einen Plan, wie ich die Ja? platt mache. Will ich doch hoffen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Kann sein. Ach, Mann. Gut. Und wie Credits hast du so? Oh, ich habe einiges ausgegeben, aber ich bin noch gut im Schuss. Aber du hast wahrscheinlich mehr. Wie viel hast du? Wer? Ja, ich habe dich zuerst gefragt, also Okay. stell mir keine Gegenfrage. 30 Credits. 30.000 Credits. Achso, ich habe noch Ja, deine Schiffe 20.000. sind auch etwas teurer. Naja, wie gesagt, ich hatte den Superstand schon Ja, gemacht. gut, ich habe mein Großkampfschiff auch schon gebaut. Die Ja, genau. Melenovens, oder wie die heißt? Also, sie ist noch am Bauen, sie ist noch nicht Ja, du willst fertig. mich jetzt einschüchtern. Aber sie ist halt 10.000 günstiger als dein Superschiff. Und das ist halt wahrscheinlich genau den Unterschied, den wir jetzt gerade haben. Hat die nicht so eine Spezialwaffe Ja, jetzt? sie legt alle Schiffe in der Umgebung lahm. Naja, die Ja. es damit trifft. Ich glaube, die wurde beim letzten Update ja ein bisschen verstärkt mit der Superwaffe. Weil davor hat die ja so gut wie überhaupt nichts gebracht. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nur, was du verlierst. Das ist Einheit wird eine interessante produziert. Info, das habe ich noch nicht gewusst. Einheit gelöscht. Einheit wird hergestellt. Ich habe auf Gegner vernichten gestellt, ne? Hoffe Hab ich ich. für dich. Einheit wird hergestellt. Baust du auch günstige Schiffe?
Stell mich gut auf, so dass ich dich besiege. Warst du nur Großkampfschiffe? Sag mal, warum stellst du mir nicht so viele Fragen? Ich möchte nicht, dass den Zuschauern langsam langweilig wird, das ist alles. Du willst meine Taktik wissen, aber du... Also ich habe mittlerweile von jedem Schiff mindestens eins gebaut. Mhm. Also ich habe erstmal viele... Also ich habe mich mit Jägern aufgestellt, und also bezüglich Helden und so halt, ne? Bin halt eines Großkampfschiffes, was mich 70.000 kostet, und deswegen bin ich auch so eingeschränkt. Wobei, so eingeschränkt dürftest du eigentlich nicht sein, weil deine Schiffe jetzt auch nicht so teuer sind, dass du sie nicht in Massen bauen kannst. Naja, aber ich meine, die Kleinen, die bringen mir jetzt nicht so viel, so ein Akklamator oder so. Ja, nee, ich meinte ja schon die Großkampfschiffe, also Venatoren. Davon müsstest du auch die ganze Reihe eigentlich voll produzieren können. Nicht die 70.000. Ja, klar, ich kann's ja auch. Und ich verdiene sogar immer noch was dazu. Ich bin mittlerweile schon wieder fast bei 60.000. Hab ich auch. Ja. Echt? Hast du dir Updates bei den Minen vergessen? Ah, ja das gut, das sein. Ist... Siehst du, ich bin sogar so... Das ist jetzt ärgerlich. Ich bin sogar so fair und sag dir das noch. Also... Du bist ein fairer Spieler. Als ob ich das nicht gemacht hätte, Digga. Natürlich habe ich die Minen hochgebaut. Na gut, das habe ich auch halt sofort gemacht, ne? Ansonsten ist das Geld halt natürlich schnell weg. Einheit wird hergestellt. Tja, Leo, lange. Nein, ich habe nichts gehört, lieber B1-Druide. Oder wer das auch immer gesagt hat. Da hat gerade ein Druide gesagt, hast du irgendwas gehört? Und bei The Clone Wars hat doch immer da so ein B1-Druide mal da sowas gesagt in der Serie. Ach so, ja gut, ich schon. Geguckt. Also die Staffel 6 kannst du vergessen, die ist sowas von scheiße. Aber da ist Ahsoka Tano ja auch nicht mehr da und das war ja eine Hauptprotagonistin. Die Padawan-Schülerin von Anakin Skywalker. Die hat die Serie sehenswert gemacht und danach war alles scheiße. Das ist zumindest meine Meinung. Ja, natürlich, seine Meinung solltest du auch haben. Also ich habe keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht. Kann ich jetzt auch so nicht beurteilen, weiß nicht wirklich, geguckt hat mich ja das manche vor... Also... Ja, das nicht so angefangen. Ja gut, mit Zeichentrick habe ich im Allgemeinen auch Probleme, aber ja. Star Wars ist Star Wars und Star Wars ist cool. Ja, aber das sind so viele Sachen, wo ich mir denke, ja, das hätten sie nicht unbedingt Clone Wars eingehen müssen, so Veränderungen. Wobei ich das eigentlich ganz cool finde. So also womit ich definitiv auch ein Problem habe, ist, fällt mir jetzt gerade irgendwie nicht ein. Scheiße, fällt mir gerade nicht ein. Mit Star Wars Rebels habe ich auch ein Problem. Das ist ja jetzt eine Serie von Disney. Und Disney macht jetzt irgendwie sowieso das Star Wars Universum ein bisschen kaputt. Oder? Das ist richtig. Das ist mein wahres Wort. Ich finde es schade, also manche Ideen finde ich cool. Ich finde es erstmal toll, dass es weitergemacht wird, weil bei George Lucas war es ja, glaube ich, in der Form nicht weitergemacht. Aber zum Beispiel die Botana oder so, die ganzen Planetennamen, also die Änderungen und so, ich meine, warum? Das bringt doch nichts. Du hast so einfach die Star Wars-Fans, die kennen schon. Und die neuen Disney-Kinder, die dann dazukommen, die jetzt mit den Star Wars-Filmen groß werden, die können auch die alten Namen lernen. Das ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwas Neues. Ich finde es nur, dass sie dann so den Disney-Stempel auflegen und wir verändern jetzt. Also ich finde es halt einfach unnötig. So, verstehe ich halt nicht. Das war zum Beispiel ganz gravierenden Fehler, finde ich. Für einen ganz gravierenden Fehler halte ich die User Wong nicht reinzunehmen.
denn das gehört genauso dazu. Einfach die ganzen Namen der Charaktere zu ändern. Mich macht keinen Sinn. Ich finde die Geschichte, die nach Episode 6 tatsächlich passiert ist, besser als die, die sie jetzt gemacht haben. Das hätten sie auch so durchleben lassen können, weil ich meine, Kate Skywalker als Charakter an sich oder auch Darth Crate oder so sind halt mega coole Charaktere. Wo ich finde, dass man da eigentlich nur das hätte dran ändern müssen. Ich meine, den hätte man auch Profil gemacht, weil ich finde jetzt Kylo Ren finde ich mega scheiße. Das ist einfach lächerlich. Und auch Rey finde ich. Wobei Kylo Ren, ich finde es irgendwie schon komisch, schon lustig, dass er seinen Meister wirklich getötet hat. Also das fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Also, dass er Snoke getötet hat und jetzt selbst den Bösen markieren will. Ja, aber selbst da siehst du, ich frag mich, wie es dann weitergeht. Ja. Ich halt so möchte gern Bösewicht. Da wird es noch irgendeinen anderen geben und ich glaube nicht, dass. Ja, ich finde, wenn Snoke so ein großer, mächtiger Herrscher war, ist er ziemlich beliebt. Ja, das stimmt. Ich meine, so ein Verrat ist schon geil, finde ich. Also ich finde das in Filmen ziemlich cool, wenn irgendwie so verraten wird. Ja schon, das stimmt schon, aber... Also ich finde die Aktion halt cool, hast halt nicht mit gerechnet. Für eine unerwartete Wendung, das spricht halt dafür, aber... Naja, ich weiß auch nicht. Es ist trotzdem ein bisschen lächerlich. Ja. Wenn man das mal so und sagt. Generell Star Wars 8 ist jetzt auch so mit diesen mega langen dann Casino-Szenen da auch noch zum Beispiel mega in die Länge gestreckt. Das ist auch. Und mit diesen Raumszenen da, wo die lange Verfolgung ist. Das ist einfach mega in die Länge gezogen. Das war dann ein bisschen zu viel auch. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da stimme ich dir zu. Ich finde den Inhalt, den sie da gemacht haben mit den Casinos, das hätten sie mal, wenn sie eine Serie machen würden, reinbringen können. Das finde ich total interessant, gerade wenn es jetzt um Schmuggler geht oder Kopfgeldjäger. Also wenn sie davon eine Serie machen würden, fände ich das mega cool, was gar nichts mit der Hauptgeschichte zu tun hat. Und ja, das ist halt so ein bisschen dieses. Am besten findet man ja bei Star Wars dieses Star Wars-Feeling und das kriegst du dann ja aus dem Untergrund. Ich meine, ganz berühmt oder ganz blieb sehr Han Solo und auch Boba Fett, diese Kopfgeldjäger, ne? Nee, die sind das eine, aber ich bin ein großer Fan von diesen Schmuggler-Kopfgeldjägern und Piraten vor allem. Was über die schwarze Sonne zu erfahren, also das in Form einer Serie zu sehen oder so. Finde ich cool. Und was hältst du jetzt davon, dass Disney jetzt noch für die Vergangenheit noch quasi viele Extra-Filme macht? Zum Beispiel Rogue One oder jetzt auch der Han Solo-Film? Ich weiß es nicht. Da ich die ganzen Bücher nicht gelesen habe, was dazwischen passiert, kann ich das nicht beurteilen. Ich finde die Grundidee halt eigentlich cool, wenn man sich da auch an die vorgegebene Geschichte hält. Auch, dass, wenn man sich wirklich daran hält, was George so sich ausgedacht hat für Han Solo als Vorgeschichte, dann sage ich, ja, das ist eine gute Sache, finde ich cool. Aber ansonsten sage ich, alles klar, das ist verändert wieder alles und dann veränderst du eigentlich das Universum von vorne hin eigentlich schon. Und nicht nur nach Episode 6 halt. Bei Rogue One finde ich es echt gut gelungen, weil vor allem am Ende, wo man Vader in Aktion gesehen hat, so wie in keinem anderen Film, dass es so für das Star Wars-Verhältnis schon recht brutal war, wie er da reinmarschiert ist im dunklen Licht sein Lichtschild anmacht und eigentlich alles platt macht und die da absticht und erwürgt und platt macht irgendwie, fand ich cool, meinen Zielort in Aktion zu sehen. Also Disney macht jetzt nicht alles scheiße, aber die Episodenfilme sind jetzt nicht so gut. Also was Disney gut macht, ist die Darstellung von allen. Die machen ja wirklich, bauen sie alles auf, die ganze Requisiten. Da kann ich echt sagen, das macht echt Spaß, sich das mal anzuschauen.
Aber die Geschichte ist halt für mich so ein bisschen für den Arsch. Ist halt kacke. Ja. Und das ist so Fakt halt. Wie lange spielst du eigentlich Star Wars Empire at War schon? Ja. Dieses Spiel jetzt hier? Meinst du die Spielzeit bei Steam oder Jetzt was? so Pi mal Daumen. Boah, keine Ahnung, ich habe jetzt erst. Ich habe vorgestern mal mit einer Galactus angerufen, vielleicht bin ich jetzt hier bei wirklich aktiv wirklich spielen. 15 Stunden jetzt wieder. Und läuft die Galaxis-Eroberung gut? Ja, ich finde hier echt gut gelungen, gerade hier in der Mod, dass man da so Zusatzinhalte hat, bezogen auf die, also so Spezialmissionen haben wir halt eingebaut, die du halt machen kannst. Ja, und dann kriegt man auch Belohnungen für. Ja, während dieser Galaxie um. Weiß ja nicht, ob du das schon hattest, dass du so auf Utapau angreifen musst, dass du quasi geübt hast, dann darfst du nochmal. Ja, das ist, glaube ich, dann, wenn man da die Hauptkampagne da quasi spielt, wo dann das im die Republik quasi zum Imperium wird am Ende, ne? Ja. Genau. Finde ich, ist echt gut gelungen, macht Spaß. Also ich finde den Reiz, das einfach mal zu schaffen, eigentlich ganz cool. Die Mission ist auch gut durchdacht, finde ich, von den Sachen, die Mod gemacht haben, muss ich echt sagen, ja. Da haben Okay. sich was Gutes überlegt. Finde ich cool. Lange ist denn noch? 29 Minuten noch. Boah, willst du noch 29 Minuten bauen oder Naja, wollen wir es jetzt vorziehen? sofort vielleicht nicht. Boah, ich bin schon fast bei 100.000 Credits. Ja. Ja? Wir können ja während des Kampfes immer noch Ja, das bauen, so ist es stimmt. ja nicht. Ich Also? würde sagen, man darf die Schiffe schon spawnen und Angriff ist in 3 Minuten oder sowas. Okay? Gut. Okay. Ey! Was ist das denn da? Angriff ist noch nicht, habe ich gesagt. Habe nicht angegriffen, ich habe nur Ja einmal gut, aber gespawnt. die haben jetzt natürlich angegriffen. Ja, Du ich bist also wild spawne im gespawnt Bereich oder meiner was? Base. Und was soll ich Ja, jetzt das machen? ist jetzt natürlich Pech. Aber ist das was, Meinetwegen, was wenn du ich das habe jetzt oder was? unbedingt willst. So. Da ist er ja. So. So, alles klar. Alter, was hast du denn da jetzt gerade gemacht? Ja, ein Trick, ganz Ein genau. Trick. Nen Trick. Ach so, wegen meinem Großkampfschiff kann ich jetzt die ganze Map sehen. Ja. Ja. Also die Hälfte zumindest. Cool. Also nicht alles jetzt, aber. Ah, so. Na los. Greift den Jedi an. Die Faschisten müssen sterben. So.
Oh, hey, wen haben wir denn da? Sieh mal einer an. Da feuer ich doch direkt mal was drauf. So. Alles klar. Volle Feuerkraft. Feuer konzentrieren. Ihr geht bitte hier rauf. Hier, ihr geht allesamt auf den hier, auf die hier. So. So, bitte, Attacke. So, hier. Greift die hier an. So. Ach, verdammt. Ja. Warum hast du eigentlich direkt vor meiner Base gespawnt? Warum nicht? Also, LP No Name hätte jetzt gesagt, boah ey, was denn für ein... hätte das jetzt als ziemlich faschistisch dargestellt. Warum? Na gut, so, machen wir jetzt mal hier sowas. Schwupp. Boah, ey. Nein! Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe aus Versehen aus dem Spiel getappt. Okay, ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht ab. Okay, ich bin jetzt wieder drin. Die Aufnahme läuft auch wieder, das ist gut. Die Aufnahme läuft direkt weiter. Ja, sorry für den Cut. Ich bin gerade dämlicherweise aus dem Spiel getappt. Frag mich nicht, warum. Das war einfach dumm. Steuerung A. Und dann hätte ich jetzt eben einmal ganz gerne die da. Die dorthin gehen. So. Verlagern wir mal. Huch, du greifst ja meine Base an. Ja gut, ja, klar tust du das. So, bitte einmal hier. So, hier. Komm, go, go, go. Komm hier, angreifen. So. Ja. Gut.
Ob das jetzt so schlau ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Du hast ja Verteidigungskanonen überall aufgestellt. Aha, ein erstes Lucrohawk ist dort. Ja. Du fügst meiner Raumstation echten Schaden an. Kann man auch unechten Schaden verteilen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. So. Ja, schauen wir mal. Ja, also ich schätze mal wahrscheinlich, dass okay, ja, schauen wir mal. Ach. Na gut. Ja, nee, komm, ich möchte jetzt bitte erstmal das eine. So, bitte, mach mal bitte eben einmal das. So. So. Wow. Das war ja mega. So. So. Und dann hätte ich ganz gerne einmal den hier. Und dann einmal den hier noch. So. Gut. Jawoll! Gut, dann geht jetzt bitte auf den hier und ach nee. Mach mal das hier. So. So. So, das sieht doch gut aus.
Ja, unsere Raumstation wird angegriffen, ich weiß. Ja, das hakelt ganz schön. Okay. Ja. Wir verlagern mal den ganzen Kampf hier ein bisschen. Ja, die FPS ist nicht sonderlich hoch. Liegt wahrscheinlich an den recht hohen Jägermassen. Ja. Aber dieser Sparklaser bringt hier irgendwie im Multiplayer-Gefecht gar nicht so viel. Die bringt, glaube ich, in der Kampagne, im Kampagnenmodus viel mehr. Also in der Kampagne ist er schon ziemlich stark, der Laser, ja. Ja. Und hier hast du jetzt gerade mal nicht mal ein Subsystem mehr, glaube ich, genommen da bei den Lucre Hulk, glaube ich. Das ist echt nicht so viel. So. Jo. Und ein Venator ist kaputt. So. So. Ja gut, du kannst den hier mal machen. Habe ich völlig vergessen. Mach mal den hier. Achso, warte mal. Hier, ja, bitte einmal. Zack. Ihr bleibt mal hier. Du kannst mal das hier machen. Hast du noch vier in der Hinterhand? Es geht. Und du? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt überhaupt nichts mehr in der Hinterhand, obwohl ich die ganze Zeit nachproduziere. Warum bin ich eigentlich so ehrlich zu dir? Wahrscheinlich kostet mir das auch wieder den Sieg. Falls ich überhaupt eine Chance auf den Sieg habe. Teils, ja. Oh! Hey, was sehe ich denn hier Schönes? Was denn? Du hast da zwei Venatoren bei mir gespawnt. Also bei deiner Base wieder. Gut, dann. Sorry, aber. Das muss eben einmal sein. Machen wir das so. Und so. Und, machen wir das mal so. So. So, ballern. Du hast den Auftrag zu ballern.
Also. So. Du wirst es wahrscheinlich gewinnen. Ich werde deine Raumstation wahrscheinlich zuerst zerstören, aber du wirst wahrscheinlich mehr in der Hinterhand haben. Ich bin gespannt. Würde ich schätzen. So. Zerstören, zerstören. Das ist im. Das macht immer Spaß. Oh, du hast sogar meinen Satelliten schon zerstört. So, ein bisschen ranzoomen und dann haben wir das da. So, ihr geht bitte auf die hier. Okay, mein Superschiff ist fast kaputt. Aber du hast nicht mehr viel Leben. Deine Raumstation hat nicht mehr viel Leben. Na los. Jetzt mach hier doch mal ein bisschen Damage hier. Bei deinen... Du hast einen Venato nachgespawnt. Und ich kann nichts mehr nachspawnen. Das ist das Schlimmste. Alles eine Frage der Taktik. Übrigens hast du angefangen, nicht ich, ne? Naja, wie, ich hab angefangen. Du hast angefangen mit den Kämpfen. Nö, hast du nicht. Da hab ich nicht. So, ja, okay. So, ja. Deine Raumstation ist tot. Alles klar, schnell, halt, schnell hier hin. So. Komm, ihr erledigt sie schnell. So. Und, schwupp. So. Wie viel Geld hast du? 88.000 Credits. 77.000. Jo, das hat gesessen. Sag mal adieu zu deiner Raumstation. Ja. Na los, kommt schon. Bringt noch irgendwas fertig. Adieu. Okay, ja. Das ist problematisch. Gut, dann bleiben wir mal hier. Nee, ich glaube, du verlierst. Ja, ich verliere das. Jedes Mal.
Wie jedes Mal. Verlierst immer. Gut. Schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwie was retten können. Erklär mir, was du bitte retten willst. Ja, ich habe eine minimale Idee. Wahrscheinlich wird das nichts, aber... Wobei, nee, ich kann sowieso nichts mehr spawnen, was irgendwie Jäger bringt. Ich habe auch nur noch 18 Links. Ja, ja. Ich denke, ich lasse mich jetzt wahrscheinlich einfach abschlachten, ne? Das, was dein größter Fehler ist? Ja? Du brauchst immer nur Lucro-Holks. Wobei die einfach nur jeder... Nee, nur? Ich habe doch von allem was gebaut. Ja, aber was bringt doch nichts. Guck mal, ich hab nur diese Großkampfschiffe gebaut. Weil ich ganz genau wusste, dass du mit deinem Lucro kommst, sonst spawne ich ein paar Jäger und hat sich das. Aber ich habe doch auch etwas gegen Jäger gebaut und... Du musst ja gucken, was gegen was stark ist. Du bist einfach gespawnt und dann hast du einfach alles rausgehauen, ohne taktisch die Einheiten zu spawnen. Zu gucken, was ist stark gegen was. So habe ich es ja gemacht. Ja. Stimmt schon. Ja, gut, ja. Das war's halt. Ich bin stolz auf dich. Bitte? Konföderation wäre nicht stolz auf dich. Ja. Wollen wir dann noch ein zweites Gefecht machen? Boah, weiß ich noch nicht, mal gucken. Vielleicht mal ein Bodengefecht, das finde ich mal ganz witzig. Ein Bodengefecht? Okay. Hast du jetzt alles gespawnt, was du hast? Ja, ich hab nichts mehr. Das, was mich noch überrascht. Hm? Dass du ja gar keine, meine Helden gar nicht ausgeschaltet hast. Ja. Ich bin wohl jemand, der einfach an verschiedenen Fronten jetzt einfach, ja, ich muss halt noch lernen. Na los, jetzt mach mich doch endlich mal platt hier. Das kann doch nicht so lange dauern. Ich weiß, was du vorhast. Was denn? Willst du diesen Satelliten da holen? Wie soll das gehen? Was machst du sonst mit Asaventris? Ja, natürlich habe ich das vor, aber wie soll das gehen? Yes, my lord. Deine Geschütztürme werden mich ja schon alleine aufhalten, also... Gut. Ich glaube auch, es ist grundsätzlich nicht zu clever, in diesem Spiel zu warten, bis deiner seine Armee aufgebaut hat. Ja, es sieht halt cool aus, aber die Separatisten verlieren da in der Regel. Ja, du verlierst auf jeden Fall mit den Separatisten, wie du mit ihnen spielst. So. Ich glaube, die Republik ist da fast im 1 gegen 1 leichter zu spielen. Kann das sein? Ist nicht leichter. Also, ich habe Venatoren gebaut und dann bei dem anderen musst du, wenn du echt schnell kämpfst, musst du echt schnell hantieren, was du jetzt baust, ne? Hm. Gegen welche Einheiten, das ist eigentlich nichts für dich.
So. Deine Flotte, nehme ich an, ist auch gleich hier. Du hast doch dieses eine Schiff, oder nicht? Du hast sogar meine ganzen Minen kaputt gemacht, du Schwein. Was? Deine ganzen Minen? Das kann doch gar nicht sein. Ja, also die hinter meiner Base. Ja, okay, ja. Das kann sein. Wow, ich krieg nicht mehr deinen Geschützturm da... da weg. So. Auf den Helden! Vernichte den Jedi! Das wird nicht gehen, aber... Boah, ey, jetzt zerstör doch einfach. Wo bleiben deine Großkampfschiffe? Ey, jetzt erledige den Scheiß. Oh. Ja, jetzt ist die Stunde vorbei. Hätte dir auch nichts gebracht. Yep. Boah, ey, kannst du da nicht Bamba noch irgendwie mit hinschicken, die das dann die Subsysteme schneller kaputt machen? Ich bring's einfach schnell zu Ende, okay? Mach mal. Bitte? Ich mach das nur mit diesen Schiffen hier, das sollte reichen. Ja. Schau ich mir jetzt an, in der Battlecam. Ja. Komm. Ich mache das hier einmal und zeig mir, wie du ihn zerstörst. Ah, Jäger. Bei Jägern ist es voll scheiße zuzuschauen. Jawohl, wir wurden besiegt. Juhu, das ist das Beste, was jemals passiert ist in meinem Leben. Tja, und erneut habe ich dich wieder besiegt. Ja, dann hast du mich jetzt eben besiegt. Ist doch wurscht. Ja, gut. Das war's dann mit dieser Folge. Bitte? Vergleich mal, ich habe 5 Venatoren verloren. Ja. Während du das verloren hast. Ich habe 5 Providence verloren. Also, das ist doch auch was. Also, das ist ausgeglichen. Du hast... Was? Du hast deutlich mehr Jäger verloren als ich? Das ist ja schon enttäuschend irgendwie, ne? Die Separatisten müssten ja so viele Jäger haben, aber... Ach so. Es geht ja auch noch nach unten. Boah, du hast 10-mal mehr Jäger gehabt als ich. Ach nee. Ach so. Oh. Bei dir sind die V-Wing-Fighter extra noch angezeigt. Genau. Ja, das hält sich also auch mehr oder weniger die Waage. Gut, die kleinen Schiffe halt. Ja. Ja, und du hast nur Venatoren halt gebaut. Und die Predator hattest du ja gar nicht gespawnt erst. Richtig enttäuschend. Meinst du die ganz große? Ja. Nö, die habe ich gar nicht gebaut. Ich wollte dich nur so ein bisschen auf der falschen Pferde noch. Aber ich finde, dafür hätte ich zu viel Zeit verbraucht und hätte dadurch habe ich mir andere Schiffe gebaut, weißt du? Ja, deswegen hattest du wahrscheinlich bis zum Schluss noch immer Sachen und ich hatte halt nichts. Genau. Ja. Aber ich habe mein Großkampfschiff auch nicht wirklich verwendet, das ist... Ja, naja. Keine Ahnung, in 2 von Kämpfen ist irgendwie immer schwer. Ja gut, dann, ja. Dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen guten Tag. Schaut noch bei meinen anderen Projekten vorbei. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Auf Wiedersehen. Willst du dich nicht noch verabschieden? Ach so, ja. Peace out. Jo, na dann.
Bis morgen. Auf Wiedersehen.